Ende 2022 sollen hierzulande sämtliche Kernkraftwerke abgeschaltet sein. Und ihr Müll, der gefährlichste der Welt, bleibt ein Problem. Ein teures. Die offizielle Schätzung für den Rückbau der Kraftwerke, Schutzbehälter, Transporte, Zwischen- und Endlagerung liegt bei etwa 48 Milliarden Euro. Laut Gesetz muss bezahlen, wer den Müll verursacht. Also die Betreiber der Kraftwerke. E.ON, Vattenfall, RWE und EnBW. Doch es gibt ein Risiko. Denn bis zur endgültigen Entsorgung des gefährlichen Abfalls werden noch viele Jahrzehnte vergehen. Werden die Unternehmen bis dahin noch existieren? Die Bundesregierung will deshalb Teile dieser Verantwortung übernehmen. Nach langen Verhandlungen mit den AKW-Betreibern bekommt sie dafür 23 Milliarden Euro von den Unternehmen. Vorteil? Dieser Betrag soll von den Energieriesen in einen Fonds eingezahlt werden. Gingen die Firmen pleite, dieses Geld wäre sicher. Nachteil? Die Regierung übernimmt die volle Verantwortung für die jahrtausendelange Endlagerung des radioaktiven Mülls. Ein riskanter Schritt, denn ein Endlager existiert heute noch nicht. Und schon allein die Suche nach einem Standort wird viel Zeit und Geld kosten. Apropos Zeit. Nach Schätzungen könnten sich die 48 Milliarden Gesamtkosten bis zum Ende des Jahrhunderts auf 169 Milliarden verteuern. Energiekonzerne und Regierung betonen, das heute zurückgelegte Geld könne durch Zinsen auf diesen Betrag anwachsen. Doch Experten halten diesen Zinssatz für viel zu hoch. Und ein Ausblick auf die Finanzwelt in 70 Jahren ist unmöglich. Sonderbar also, dass die Bundesregierung den Energiekonzernen entgegenkommen will. Bei Zeiträumen und Risiken wie diesen.